die Straßen und ich friere dermaßen und der Sandmann verkauft nur noch Seifenblasen und ich fühl mich so überall. Alles ist nur noch tödlich hektisch und die meisten Stühle sind elektrisch und ich fühl mich so überall. Ich leb noch, ich leb doch, ich leb doch immer noch. Ich leb noch, leb doch, ich leb. Der eine sagt Kühe und der andere sagt Kott und der dritte verkauft den ganzen Schrott und ich fühl mich so überall. Und wo ich auch mein müdes Haupt hinlege, Leichenpflaster an alle Wege und ich fühl mich so überall. Die ganze Stadt ist ein Flugzeugträger, nur noch Hubschrauber und Düsenjäger und ich fühl mich überall. Es brennen die Hütten und es brennen die Paläste und es brennt die schwarze und die weiße Welt und ich fühl mich so überall. Ich leb noch, ja, ja, ich leb doch immer noch. Ich leb doch, ich leb doch, ich leb doch immer noch. Hallo? 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 Ich möchte jemanden Zuständigen sprechen. Hallo? Ja, ich suche nämlich die Anatomie. Ja, dort, wo man die Leichen verkauft. Also, ich habe keine Angst vor den Toten. Nein, es dreht sich um keinen Angehörigen Toten. Es dreht sich um mich selbst, persönlich. Man hat mich nämlich extra darauf aufmerksam gemacht, dass man hier seinen Körper verkaufen kann. Also das heißt, wenn ich einmal gestorben sein werde, dass dann die Herren da drin mit meiner Leiche im Dienste der Wissenschaft machen können, was die Herren wollen. Dass ich aber das Honorar gleich ausbezahlt bekomme. Schon jetzt. Seine eigene Leiche verkaufen? Hä? Auf was die Leute noch alles kommen werden, ne? Ein krasser Irrtum. Wir haben es doch schon, weiß Gott, wie oft dementiert, dass wir keine solchen lebendigen Toten kaufen. Aber die Leute glauben halt den amtlichen Verlautbarungen nichts. Nein. Hey, die bilden sich gar ein, dass der Staat für ihren Korpus noch was draufzahlen wird, ja? Gar so interessant kommen sie sich vor. Ja, immer soll nur der Staat helfen, ja? Der Staat, der Staat, der Staat. Eine völlig beispiellose Ansicht über die Pflichten des Staates. Aber das wird schon noch anders werden, sie hoffentlich. Glauben Sie mir, Fräulein, ich bin der Präparator. Das Beste ist, Sie springen gleich zum Fenster hinaus. Ja, ich meine es gut mit Ihnen. Sehen Sie, wer kauft denn eine Leiche? Hm? Heutzutage. Aber morgen ist auch noch ein Tag. Nein, das lasse ich mir auch von Ihnen nicht nehmen, dass ich noch mal Glück haben werde. Sehen Sie, wenn ich jetzt meine Leiche hätte verkaufen können, ja, sagen wir so für 1500 Mark. 1500 Mark? Sie, Kind, Sie.
sagen Sie mal, was ist denn Ihr Vater von Beruf? Hm? Maler. Maler? Interessant. Sehen Sie, wenn ich jetzt 1500 Mark hätte, dann könnte ich meinen Wandergewerbeschein wieder haben. Ja, und dann würde sich mir die Welt wieder öffnen, weil mit einem Wandergewerbeschein, da könnte ich schon morgen eine sozusagen fast selbstständige Position haben in meiner ursprünglichen Branche, aus der ich herausgerissen worden bin durch die Zeitumstände. Was war denn das für eine Branche, hm, Fräulein? Das waren Hüftgürtel, Corsagen en gros, auch BHs und dergleichen. Interessant. Schauen Sie mal hier. Ja, das ist ein netter Hund. Mein Rehpinscher. Ja, der ist sehr aufgeweckt und scharf. Leider ist er mir verreckt. Das war sein Pfiff. Da ist er dann immer gekommen. Burschi, Burschi, jetzt bist du hin. Aus ist mit Gassi, Gassi. Aber das freut mich von Ihnen, dass Sie mit dem armen Burschi sympathisieren. Naja, Fräulein, jetzt hätte ich noch eine Schmetterlingssammlung und ein Kanari. Sagen Sie mal, interessiert Sie ein Aquarium? Ich hätte auch ein Terrarium. Dann kommen Sie doch mal mit zu mir. Ah, Mistvieh! Aber ist doch schön. Von dem Mistvieh, hm? Dass er mir helfen möchte. Er weiß doch gar nicht, ob ich am Ende nicht auch ein Mistvieh bin. Ja. Ich bin doch auch eins. Ach, überhaupt. Ja, sollten sich die Mistviecher mehr helfen, hm? Ja, wenn sich alle Mistviecher helfen würden, dann ging es jedem Mistvieh besser. Ja, das ist ja auch direkt unanständig, ne? Also ich meine, wenn man sich von einem Mistvieh nicht helfen lässt, obwohl man könnte, bloß weil es ein Mistvieh ist, ja? Also ungefähr so, hm? Zeugnis. Ich bestätige gerne, dass das Mistvieh ein braves Mistvieh ist. Ja. Es ist ein liebes, gutes, braves Mistvieh. Gezeichnet Mistvieh.